hoffentlich beeilen die sich ein bisschen. Ey, wenn wir diesen Trend erwischen, das wäre ja der Wahnsinn. Das wäre ja der Wahnsinn, Leute. So, nee, wir machen jetzt hier wildes Spiel. Wir machen jetzt eine Fortsetzung. Oder mache ich eine MMO? Ich mache jetzt eine MMO nochmal. Ich mache jetzt Dark Age of Camelot. Oder wie nenne ich denn das mal? Dark Age of Beam. Ich finde es immer dumm, meinen Namen einzubauen. Das ist irgendwie komisch. Ich mache auf jeden Fall nochmal RPG, MMO. PlayStation 3. Oh, PC ist schon wieder... Ah ne, PC ist ja gar nicht da. Hier ist PC. Oh, ich dachte schon. Und Nintendo Wii. Ah ne, wir machen für die Xbox 360. Wie gesagt, Nintendo, die wollen ja 40% von meinen YouTube-Einnahmen. Ich finde das so lächerlich. So gut, dann machen wir mal... machen wir erstmal AAA. Was sagt er denn? Ja, ich will jetzt irgendwas mit Dark Age of Camelot haben. Dark Age of YouTube, Dark Age of Döner, war klar, dass es kommt. Machen aber ist okay. Nian. Dark Age of Dönerlot. Mach ein Net-On für Kaboom. Beam Age of Camelot. Nee, ich finde das Dark Age of Doom. Aber wir machen Dark Age of Döner, scheiß drauf. Wenn der Name scheiße ist, aber. Das ist egal. Also. Lizenz machen wir ohne MMO. Oder gibt es irgendeine coole Fantasy-Lizenz, sowas wie Warhammer oder so? Nope. Nope. Alles verkauft. So. MMO habe ich eingestellt. PlayStation 3, ja. Okay. Oh, ich hoffe, wir erwischen den Trend jetzt noch. Oh nein, es ist wieder weg. So. Ich hoffe, ich habe alles richtig eingestellt jetzt. Okay, weiter. Dark Age of Baum. Oh, das gefällt mir ja fast besser. Gerade wie, weißt du, da gab es ja drei Reiche in dem Spiel. Es gab Albion, Midgard und Hibernia. Und Hibernia, das waren Elfen und das waren immer der Baumkuschler gewesen. Es waren halt so Elfen und so Fabelwesen halt. So, hauen einfach das alles rein, außer Cheats. Cheats wollen wir nicht. Den Rest können wir wieder so lassen. Weiter geht's. Ja, Mod-Support machen wir. Ja doch, Mod-Support, User Interface und so macht schon Sinn. Wenn man das modden kann bei einem MMO. Ich lass mal so. Einstellung übernehmen, jetzt gucken wir mal. Scripting war scheiße, ne? Weil der Rest ist gar nicht so schlecht, Leute. Wir müssen jetzt einen Punkt irgendwo wegnehmen. Ja, aber Network. Meint ihr nicht, dass Network 3 reichen, dass unsere Leute fähig genug sind? Dass das Network trotzdem gut wird? Oder wir machen Sound einen weg? Aber nur ein Sound ist auch blöd. Ist gar nicht so leicht. Also wir machen erstmal Scripting einen Punkt rein. Ich würde es ja so lassen jetzt. Sound einen weg. Okay. Aber die meckern jetzt bestimmt wegen dem Sound rum. Game Writing einen weg. Nee. Game Writing ist wichtig. Beam, dein Sappelt ist ein Taco und ein Döner. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Aber der Taco heißt Döner, Mann. Deswegen ist es doch Döner. So. Außerdem sieht er ein bisschen aus wie ein Döner. Der Taco ist ein Döner. Hm? Beam mit Cheat kriegst du bessere Resonanz. Ist mir egal, ich spiele das Spiel trotzdem ein bisschen realistisch. Scripting sollte auf 4 sein. Yo. Nee, Sound 2. Aber jetzt geht's halt wieder los hier. Jeder sagt was anderes. Das ist gar nicht so leicht jetzt. Sound. Ich finde aber... Ich muss noch die Beambox ankündigen. Ja, probiere ich gleich mal. Ich lasse das jetzt einfach so, wie es ist und wir gucken mal, was passiert. Grafik mache ich nicht noch einen Punkt weniger. Was ist denn... User Interface ist aber auch wichtig. Game Writing... Level Design, wie ist denn das hier bewertet, Level Design? 7 von 5. Das ist auch, soll ich so lassen alles? Ich überlege echt, ob ich Game Writing 1 wegnehme. Aber nie. Nee, ich lasse das jetzt so, wir gucken mal. Network 1. Es gibt 1 mehr. Nee, habe ich doch jetzt schon. Also so hier dann. Okay, wir machen mal so. Wir gucken. Nee, aber Network muss voll sein. Was sag ich denn? Der hat jetzt so gesagt.
Okay. Ja, es tut mir jetzt gerade leid, Leute, dass es das so lange dauert. Komm, wir machen mal, würde ich sagen, machen wir mal drei. Network 3, Zone 2. So hier. Habe ich jetzt irgendwo was vergessen? Nee, ne? Nee, ich muss Scripting eins mehr machen. Was hast du geschrieben? Ich weiß, ich merke gerade übelst rum, das tut mir leid, aber. Ja, Network muss 4 sein, das ist auch meine Meinung. Ich weiß, jetzt klicken, glaube ich, gleich alle weg hier, weil ich mich nicht entscheiden kann. Ich lasse es jetzt so, wie es ist. So! Ich habe keinen Plan, wie ich das hier machen soll. Ich glaube, so ist es okay. World Design ist halt jetzt eins weniger, das ist scheiße. Mach überall eins, ja, das ist gut. Mach, wie es will. Mit der Network 4 World 3, Game Writing 2. Dann World Design, aber. Ach so. Ja, wo soll ich denn jetzt. Wo hab ich denn den Punkt jetzt hier dann weggenommen? Gerade. Ich lasse es so. Ist mir jetzt egal. So. Ich glaube, so ist es okay. Tut mir wirklich leid, aber. manchmal fällt mir das leicht, eine Entscheidung zu treffen. Oh, meine Güte. So, ja, vorstellen müssen wir das Spiel jetzt eigentlich noch nicht. Das Spiel ist erst bei 0%. Machen wir Fans gewinnen. Ja. So. Okay, Leute, wir gucken jetzt mal, ob wir den Trend jetzt hier mit erwischen. Was hab ich jetzt gemacht? Na egal. Ich gucke erstmal, ob ich die Konsole noch wieder ankündigen kann. Spiel ankündigen, Messeplan. Nee, kann ich leider nicht. Geht nicht. Okay, warte. Game Writing ist nächstes Mal noch auf 2 und der I auf 2, dann hast du Editor's Choice. Und der I auch auf 2. Okay. So, jo, wunderbar. 50.000 Fans mittlerweile, ist auch krass. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir den Trend noch mitnehmen können, was Strategiedings angeht hier. Das wäre krass. What the fuck? Wieso kann ich ein Story-Budget nicht einstellen? Achso, weil ich keine Story ausgesucht habe. Ich würde wieder Fantasy machen. Ancient. Oh nö, dann machen wir mal hier Ancient. Aber wir wären da eh nicht rechtzeitig fertig damit, oder? Glaube ich. Können Sie ja mal probieren. So, lass mal alles so, wie es ist. Los geht's. Okay, Leute, gleich kommt die Konsole. Jetzt kommt die Konsole raus gleich. Ja. Gleich kommt die Konsole raus, Leute. So, Konsolenmarketing. Alles rein, was geht. Preis 399. Es handelt sich um ein Bundle. Die Konsole wird ausgeliefert mit Carbon Master Edition. Hoffentlich geben wir da noch eine Bewertung dafür. Was sollen wir machen? Was ist das Höchste? Wir können die doch dann billiger machen, oder? Ich mache am Anfang mal irgendwie $600 oder so. Ich guck nochmal, wie hoch es geht. 699, okay. Hat die PlayStation 3, wo die rauskam, nicht 600 € gekostet oder so? Ich mache am Anfang mal 599. Könnte ein bisschen krass sein, oder? 449, sagt ihr. Ich mache mal 400. 499 mache ich. 200, Alter! Nein, niemals. Das ist viel zu billig. Gerade zu Release müssen die Dinger teuer sein. Also sind sie immer teuer. 450, okay, ich mach 449. So, lass ich so. So, wir haben schon 10.000 Einheiten verkauft. 2 Millionen. Haben wir. Wow, ich glaube, das bringt gut Geld. Heute veröffentlicht Beamsoft die neue Plattform. Beambox ist Beamsoft. Erster Schritt in den Konsolenmarkt. Es handelt sich um einen Bundle. Die Konsole wird ausgeliefert mit Carbon Master Edition. Juhu! Beamsoft, Beambox. Das klingt gar nicht so schlecht. Wir schreiben alle, passt. So, guck mal, wir machen pro Tag 2 Millionen Dollar damit. So, neues Spiel veröffentlicht euch gerne. Also, Junge, das bringt aber leider nicht viel Geld. So, auch neues Spiel veröffentlicht. Guck mal, jetzt kommt das Geld hier rein von denen. Oh, guck mal hier, $200.000 pro Tag.
Jetzt geht's hier nach oben. Dum 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 dum. Gleich zu Release müssen die Dinger teuer sein, Gott sei Dank arbeitest du nicht bei Sony. Ja, die PlayStation 4 war jetzt günstig. Wegen diesem Konsolenkampf, aber die PlayStation 2 und 3 hat zu Release, glaube ich, 600 Euro gekostet oder so. Also, ohne Scheiße, deswegen kann man auch froh sein, dass es diesen Konkurrenzkampf gibt, weil gäbe es keine Xbox, dann kannst du davon ausgehen, dass du für deine Sony PlayStation 4 das Doppelte bezahlt hättest zu Release, bin ich mir ziemlich sicher. Aber dadurch, dass sie sich gegenseitig nach unten drücken, deswegen ist es ja gut, dass es Konkurrenzkampf gibt. Aber ich glaube, die PlayStation 2 oder 3, die hat zu Release 600 Euro gekostet. Ich glaube, die 2 hat 600 Euro gekostet oder so. Ja. Und da gibt es auch noch einen PC, ne? Deswegen können die es auch nicht so teuer mehr machen. Weil für 600 Euro, da kriegst du ja schon eine ziemlich geile Kiste. So, hi Beam, neue Spielveröffentlichung. Alles klar. Schön, jetzt kommen die ganzen, guck mal, die hauen jetzt alle Spiele raus. Bringt zwar teilweise nicht so viel, aber ein bisschen was bringt. Jo, früher waren die echt teuer, vor allem musste sich meistens am Fernseher. Ja, das ist der. Hast du Evolve? Jo, Paddy, ich hab Evolve. Da, eingepackt, liegt's bei mir rum. Wieso willst du zocken heute Abend? Die 3 wird. Ja, will ich mitmachen. So, kann ich nicht auch meine Konsole noch ein bisschen bewerben? Geht leider nicht. Ja, dann machen wir mal. Da geht's auf Döner. So. Okay, dann nochmal PR. Nimm. 40.000 Fans, super. Gut. Entwicklerbüro kann verbessert werden. Num. Entwicklerbüro, das hier. Aufrüsten. Ja, toll. Die tauschen einfach nur die Teppiche aus, Leute, das war's. Num. Du nimmst schon seit 15:30 auf, ja. Jetzt geht schon. Wann gedenkst du, den Stream zu stoppen? Wenn meine MMO draußen ist, werde ich Schluss machen. Also ich würde dann nochmal gucken, wie es läuft mit dem MMO und dann mache ich erstmal Schluss. So, irgendwas wollte ich jetzt noch machen. Das habt ihr mich gerade aus dem Konzept gebracht hier. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Ich hab's vergessen. Ach ja, ich wollte PR. PR wollte ich machen. So, Spiel ankündigen. Viel Aufmerksamkeit entzeugen. Jo, so ein bisschen Hype generieren. Jo, schön. Njum. Okay, weiter geht's. Die Xbox war nur teuer wegen Kinect-Kamera. Ja, die Kinect-Scheiße, die regt mich hier am meisten auf. Weil ich habe die mir ja noch mit der Kinect geholt und im Anschluss wurde die 100 Euro billiger. Aber egal. So, Mama Donna. Ja, komm, mach mal einfach alles, was geht wieder. Dumm. Geht nicht mehr. Dumm. Weiter geht's. Da geht's auf Döner. Ja, können wir eigentlich so. Na, ich mach mal den hier. Oh, cool. Diesmal passt das aufs Case drauf. Ich finde das gar nicht so schlecht, wie es jetzt ist. Mach mal so hier. Das gefällt mir. Kann man so lassen. Schön. Boah, ein Döner wäre echt jetzt gut. Ja, finde ich auch, Alter. Wie macht deine Surfer aus? Nö. Wieso sollte ich nicht ausmachen? Oder können die Surfer nicht mehrere Spiele machen? Kann ich nur eine Memo auf den Surfer laufen lassen? Das weiß ich nicht. So, was haben die? Perry Hotter, Depleting Princess, haben die rausgehauen, jetzt beat em up, okay. Ah, schön. So, ja, macht alle mal Generaltest irgendwie. Was war die Bewertung von Kabum? Das haben die nicht angezeigt. Das wurde nicht bewertet, das Spiel. Kann sein, dass hier ein kleiner Ruckler drin war, das liegt aber jetzt echt daran, dass das Spiel jetzt auch ein bisschen ruckelig läuft. Ja, nee, keine Ahnung, es gab keine Bewertung für das Spiel. Das kam einfach raus. Ich guck mal. 91% hat's bekommen. Aber wir haben keine Bewertung, also das, da war ja nichts, habt ihr ja nicht gesehen, auch nicht gesehen. Also 91% gab's. Na gut. Also ist 91% ja nicht verkehrt. Streamst du heute noch Cities XXL? Nee, werde ich nicht. Ich habe heute Mittag schon aufgenommen, Cities XXL. Also heute Abend, mal gucken, entweder Evolve oder eine Runde Darkest Dungeon, wie das hieß. Kommt der Stream auf YouTube? Jo, kommt er.
So, nimm, 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 nimm. Mach die Konsole billiger. Kauft die sich gerade echt so scheiße nur noch? Okay, dann muss ich das gleich echt machen. So, bitte nochmal vorstellen, ja, bitte. 350.000. Ich weiß nicht, ob das so. Ja, wir machen die echt mal billiger. Kann ich nicht. Ah, ne, hier. Weiß ja nicht. Machen wir 300. Ja, die ist ja noch ganz lange draußen. Machen wir 399. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, was ich heute Abend streame. Und ich weiß noch nicht, ob ich heute Abend streame. Das gebe ich noch Bescheid heute. Ja. Aber guck mal hier, das sieht so ein bisschen aus, als hätte dieses AAA, dieser Schriftzug auf dieser Figur, sieht so ein bisschen aus, als hätte der die übelste Monobraue. Kleines bisschen. So. Storm Action Beat'em Up Spiel PC. Ja, ich habe echt Bock eigentlich auf Darkest Dungeon. Also, ich weiß es nicht, also, ich gebe noch Bescheid. Ne? So. Es ist aber schwer zu sagen jetzt, ob die Konsole sich so sehr gelohnt hat. Dann müssen wir mal gucken, ob sich das irgendwie noch pusht. Ob das noch irgendwie nach oben geht, ich weiß es nicht. Ich hoffe, das MMO, dass es jetzt wenigstens 80% wären oder so. Scheiß Steuern, ey. Nervig. So. Kein ähnliches Spiel auf dem Markt, ne? Da machen wir einfach mal eiskalt. $45. Und gucken mal. Nimm, 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 nimm. Hätten wir. Ja, kennen wir schon. Und wir können auch wieder trainieren. So Leute, Wertung anzeigen. Schreibt doch nochmal schreiben, was ihr schätzt. Ach so, ich sollte Spiele für meine Konsole machen. Das wäre vielleicht gar nicht so dumm. Lass deine Firmen für deine... Ah, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee, das machen wir dann. So, Wertung anzeigen, bitte. Wow, 10 von 10. Nice! Komm! Gib mir die 90. Ja, Leute, 87%, das ist in Ordnung. Das ist ein MMO. 87% ist okay. Aber es ist nicht der Choice, ne? Also nicht das Beste, was geht. Aber... Da kann man nicht meckern. So. Wunderbar. Oh, guckt mal hier. Guck mal, wie weit unten das erst war. Und dadurch, dass die Bewertung jetzt so positiv ist, haben wir jetzt schon $1 Million damit gemacht. Das ist großartig. So. Gut, Leute. Ich lasse noch ein bisschen laufen hier. Ja, jetzt können wir mal noch schnell trainieren. Bumm. 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 Und dann stelle ich mal eben noch weiter. Das vergesse ich sonst wieder. Noch einen. Ich lass weiterlaufen. So, Spiel des Monats. Das müsste ich noch besser verkaufen. Ich guck mal eben auf meinen Surfer, wie es aussieht. Surfer, Surfer, Surfer. Hier. Monatliche Einnahmen $342.000. Das dürften jetzt aber die Abo-Einnahmen sein, Leute. So, ich glaube, World of Beam ist aber ein bisschen gestiegen, hä? Hat mehr aktive Spieler dazu gewonnen. Werde ich mal deaktivieren. Oder? Bin ich so? Nee, ich bin mal nicht so. Ich bin mal nett. Ich lasse weiterlaufen. Ich werde mir ganz schnell jetzt hier einstellen, bei Niederlassung, dass die nur Spiele für meine Konsole machen. Also denn? Oh, Marktanteil 1%. Das ist ja wenig. So hätten wir... So. Das ist eine gute Idee, ey. Dann lassen wir die einfach für unsere Konsole die Spiele machen. So. Hätten wir. So, ich lasse mal laufen. Spiel des Jahres gucken wir uns noch an. Müsste eigentlich gleich kommen, die Bewertung. Okay, sind wir leider nicht. Okay, auf jeden Fall, guck mal, wir haben schon $11 Millionen gemacht mit Dark Age of Döner.
Haben jetzt schon 340, das geht gut voran. Da würde ich mich jetzt an dieser Stelle erstmal von euch, oh guck mal, das kann man gleich nochmal pushen, von euch verabschieden. Und dann gucken wir mal, ne? Also wie gesagt, 40.000 Fans. Die haben jetzt fast 4 Millionen Fans insgesamt. So, ich werde jetzt erstmal hier speichern. Ach komm, wir machen Soundtracks, machen wir auch noch fertig. Jo. Na komm. Hätten wir. Okay, Leute, dann speichern wir erstmal an dieser Stelle. Wir sind jetzt 23.02.2010, heftig. Gespeichert. So, ich gucke mal laden.